bin Ulrike Tietze und ich komme aus Dresden ursprünglich, also lebe in der Nähe von Dresden und habe dort mein wesentliches Zentrum meiner Arbeit. Ich bin sehr gern hier und arbeite sehr gern mit den Musikern des Festivalorchesters, weil sie unglaublich offen sind. Sie sind offen für Anregungen und sie sind auch bereit, etwas auszuprobieren, zu experimentieren, mitzutun und sind begeisterungsfähig und auch im Konzert vor allem dann auch sehr konzentriert, sodass man sogar spontan Sachen anregen kann. Das macht mir total Freude. Ich fand dieses Thema sehr spannend. Also Musik ist eigentlich immer Imitation von Natur. Ich denke, dass Komponisten immer versuchen, Natur zu imitieren, wenn sie komponieren. Und das zu verstehen, ist eine Herausforderung. Und das hörbar zu machen und das auch so zu gestalten, dass das bei den Zuhörern ankommt, das ist ein großes Anliegen. Vielleicht schon immer gewesen, aber durch das Thema vom Festival bin ich besonders herausgefordert gewesen, genau diesem nachzugehen. Ich hatte auch Glück, ich habe irgendwie zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen, was auf quasi 1000 Seiten genau dieses Thema beleuchtet. Vieles ist mir gar nicht neu, aber es ist unglaublich umfassend, geht bis in die Antike zurück und lässt wirklich auch keinen Parameter aus, erklärt alles mit Quellen vor allem, also ganz unterschiedliche Quellen. Manches ist für mich auch wirklich interessant. Das habe ich auch benutzt, um, ich sage jetzt mal, auch pädagogisch das mit einzubringen und für mich selber noch differenzierter einzubringen in dieses Thema. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich wieder eingeladen habt, nachdem 2 Jahre nichts war. Und ich habe überlegt, oh, war es das jetzt? Wäre ja schade. Und ich habe mich sehr gefreut und schon die Zugfahrt hierher war eine Freude, also die bekannten Orte zu sehen, Mediasch und Zigeshwara und hierher zu kommen. Und, also irgendwie geht mir hier das Herz auf.